Michael. This is Jürgen. Die Anwältin eures Vertrauens. Frau Mola. Einspruch. Heute wird ein kurzes, knappes, emotionales Video. Aber kurz noch davor der organisatorische Kram. Halt auf zu überspringen. Wir alle finden das nicht lustig. Ich habe gehört. Komm her. Ich habe gehört, dass Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, ne, aber Leute haben Probleme beim Ansatz. Deswegen einfach nochmal kurz ein knappes Statement dazu. Get alive. Weiter organisatorischer Punkt. Pflanzi, ich weiß, ihr habt Pflanzi vermisst. Ja, was soll ich sagen, ne? Das ist ein fauler Sack, der nicht arbeiten will. Ja, brauchst gar nicht so dämlich zu gucken. Klar, dass ich so über dich rede, wenn du hier ständig nur faulenst, ne? Irgendwann ist auch mal gut, Pflanzi. Irgendwann ist auch mal gut. Frau Mola. Einspruch. Und da kommen wir zu meiner grandiosen Überleitung, denn es geht nämlich heute um Beziehungsprobleme und ich werde euch dabei helfen. Ich habe mir wunderschöne Probleme rausgesucht bei gutefragen.net. Mein Lieblings-Content-Creator nach RTL. Du bist halt einfach die beste Verführerin. Deswegen kurz und knackig, let's go. Wie bemerkt mich mein Crush? Ich schätze mal, der beste Weg, wie dein Crush dich bemerkt, ist einfach ein Durchfallprank. Oh, ist da was? And you let her go. Ach, was würden wir noch ohne die beiden auf YouTube tun? Bin ich schwanger? Boah, da kenne ich mich nicht aus. Da müssen wir eine Expertin ranholen. Hey. Danke, zurück ins Studio. Infektion durch Tanger. Ich würde gerne, wenn ich bei meinem Freund bin, öfters Tanger tragen. Das sind Probleme. Weißt du, Menschen hungern, Corona-Krise und dann kommen Mädels, die haben ihr Tanger-Problem. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Frau Mola. Einspruch. Ist es wirklich so gefährlich, wenn ich mal den ganzen Tag Unterwäsche trage, die nicht aus Baumwolle ist? Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass Tanger-Tragen gefährlich ist. Ist das auch bei 1000 Ways to Die? 1000 Ways to Die. Schon welche, die so, wo hier nur so ganz schmal alles ist und das... Spaß, juckt mich nicht. Im Gegensatz zu ihr. Bin ich zu hässlich für eine Beziehung oder liegt es an meiner Persönlichkeit? Ich wollte wirklich mich darüber lustig machen. Aber es hat ehrlich gesagt mein Herz berührt. Und deswegen habe ich seine Anzeige in die Beschreibung gepackt, wo ihr die ganze Anzeige sehen könnt, inklusive Foto. Und ihr könnt ihm einfach direkt schreiben. Ex auf Tinder in Unterhose gesehen. Ich habe mich so schlecht dabei gefühlt. Sucht er dort auf Frau Mola, wenn er in Unterhosen dort ist. Der Typ ist in Unterhosen auf Tinder. Das Einzige, was der Typ da sucht, ist seine Würde, die er da ganz bestimmt nicht finden wird. Und Mädels, die vielleicht den ganzen Tag Tangas tragen. Bester Name für Jungen. Ascha. Ascha? Ascha mit A? Calvin? Ja. Ach komm. Ach komm. So ein Calvin landet dann bei Temptation Island und bringt zwei peinliche Songs raus. Ist das ernsthaft das, was du willst? Ich wundere mich selber, dass ich das schaffe. Ey, was ist bloß aus den guten alten Namen wie Adolf, Josef oder Werner geworden? Dating-Apps, wie findet ihr das? Ich habe wieder ein Match. Ich will nicht sagen, aber ich habe nach der ersten Minute ein Lächeln bekommen. Also ich hatte gestern einen Icebreaker. Du alter Hengst. Nicht mit mir. Also jemand hat zu mir geschrieben, Bonjour, Mademoiselle. Das ist doch kein Sugar Daddy. Schätze, ist ganz in Ordnung. Wie hält eine Beziehung für immer? Alternativ auch einfach eine ungeplante Schwangerschaft? Hey. Ich nehme das letzte zurück. Wie verhindert man, dass eine Beziehung langweilig wird? Pranks. Nein. Was? Das Geheimnis von gut laufenden Beziehungen sind... Von mir ist es auf jeden Fall halt nicht. Halt dein Pranks. Wissen 13-Jährige eigentlich schon, was Liebe ist? Ehrlich gesagt glaube ich, dass Leute sogar im Erwachsenenalter nicht wissen, was Liebe ist. Ich meine, wenn Leute über 60 solche Musikvideos machen wie... Ja, ich weiß, die ist nicht über 60, aber come on, ne? Reicht auch mal hier irgendwann. Wir alle sind nicht perfekt. Auf Sascha im Schnitt. Ja, das war's dann wieder mal mit meinem grandiosen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben, abonniert mich, teilt das, was auch immer. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. So, als hätte ich jetzt einen Mental Breakdown. Das waren bestimmt im Schnitt sind das 3 Minuten. Sascha aus dem Schnitt, ich bin stolz auf dich. Nein, du bist nein, die Beste. Du bist die Nein, du bist die Beste. Nein, du bist die Beste. Ihr seid ja immer noch da.